Moin, Mädels und Jungs. Willkommen im Grenzgebiet zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Kürzlich fuhr ich von Berlin nach Leipzig und mein ICE nahm wegen Bauarbeiten auf der Anhalter Bahn den Umweg über Dessau. Die Reise führte somit auch durch Wiesenburg. Und der eine oder andere Zuschauer wird sich erinnern, dass ich vor fast 8 Jahren Aufnahmen von einer Wanderung auf der stillgelegten Kanonenbahn eingestellt habe. Vom Abschnitt Wiesenburg-Güterglück habe ich allerdings nicht nur die damals gezeigten Filmschnipsel im Archiv, sondern auch noch eine ganze Reihe Fotos, die ich euch heute zeigen möchte. Betrachtet diese Dokumentation also als erweiterte Neuauflage des 2013er Videos. Der Großteil der Bilder entstand im Mai 2005, ein halbes Jahr nach der Stilllegung, bei durchwachsenem Wetter mit einer Digital-Pocket-Knipse. Die Qualität bitte ich daher zu entschuldigen. Wiesenburg-Güterglück entstand 1879 als Teil der strategischen Kanonenbahn Berlin-Metz. Doch richtig bemerkenswert oder gar aufregend wurde die Geschichte dieser Mobilmachungsstrecke eigentlich erst nach der Wiedervereinigung. Und zuvor hatte sie eine gewisse Bedeutung im Güterverkehr zwischen Berlin und dem Ostharz, weshalb sie Ende der 80er Jahre im Elektrifizierungsprogramm der Reichsbahn auftauchte. Auch sollte dort, wo nicht ohnehin schon erfolgt, das nach dem Krieg reparationsbedingt entfernte zweite Gleis wieder errichtet werden. Zwischen Wiesenburg und Nedlitz geschah das bereits 1980. Von Nedlitz über Lindau bis Güterglück war es erst 1992 soweit. Beim zweigleisigen Ausbau und der 1993 abgeschlossenen Elektrifizierung blieben die mechanischen Stellwerke der Blockstelle Reetz sowie der Bahnhöfe Nedlitz und Lindau erhalten und wurden an die erweiterte Infrastruktur angepasst. Lediglich die Blockstelle am Haltepunkt Deetz entfiel und wurde als Schrankenposten weiterbetrieben. Hier ein Blick ins Befehlsstellwerk in Lindau mit dem Blockkasten links, dem Gleisbildstellpult für die elektrisch bedienten Fahrwerkelemente und dem Monitor der Zugnummernmeldeanlage rechts. Dank der tüchtigen Vorarbeit der Reichsbahn ergab es sich eher zufällig, dass die Kanonenbahn ab dem 23. Mai 1993 Teil der seinerzeit einzigen durchgängig elektrisch nutzbaren Verbindung zwischen Westdeutschland und Berlin wurde. Die ersten ICEs, die die Hauptstadt planmäßig ansteuerten, mussten also den Weg über Helmstedt, Magdeburg, Güterglück und Wiesenburg nehmen. Diese wohl größte Zeit unserer Strecke währte rund 2,5 Jahre. Im Sommer 95 waren hier mehr als 50 Fernverkehrszüge täglich unterwegs. Im Dezember 95 war die Elektrifizierung Biederitz-Brandenburg-Griebnitzsee abgeschlossen und auf Wiesenburg-Güterglück verblieben nur noch Durchgangsgüterzüge und ein spärlicher Nahverkehr. Abgesehen vom Interregio Brocken, der zeitweilig hier entlang dieselte. Das Regionalbahnangebot wurde Ende 2002 vom Land Sachsen-Anhalt auf je 2 Zugpaare an Sams- und Sonntag reduziert und ein Jahr später abbestellt. Gleichzeitig wechselten die restlichen Güterzüge, zuletzt kaum mehr als eine Handvoll am Tag, auf andere Strecken. Noch gingen die Lichter allerdings nicht aus, denn 2004 tauchte plötzlich der wochenendliche Harz-Express von Berlin nach Wernigerode auf der Güterglücker Schiene auf. 7 Stellwerke und Schrankenposten waren also für 4 Zugfahrten pro Woche zu besetzen. Dann jedoch war Feierabend. Bereits 2003 hatte DB Netz Wiesenburg-Güterglück zur Abgabe ausgeschrieben. Interessenten gab es keine. Und so erfolgte die Stilllegung zum 12. Dezember 2004. Übrigens auch auf weiten Teilen des westlich anschließenden Abschnitts bis Güsten, über den ich vor einigen Jahren in einem Video über die Bahnhöfe in Calbe an der Saale berichtet habe. Und bevor jemand fragt, nein, ich habe Wiesenburg-Güterglück niemals mit einem Zug befahren, weil ich diese Strecke überhaupt nicht auf der Rechnung hatte und sie erst nach der Stilllegung in mein Bewusstsein rückte. Das ging nicht nur mir so. Entsprechend selten sind Fotos vom dortigen Betriebsalltag. Wer rechnet auch ernsthaft damit, dass eine zweigleisige, elektrifizierte, für Tempo 160 zugelassene Hauptbahn von der Landkarte getilgt wird? Wie all diese Aufnahmen erkennen lassen, waren 2005 noch sämtliche Anlagen vollständig erhalten und der flüchtige Betrachter hätte jederzeit mit einem Zug gerechnet. 5 Jahre später, im Sommer 2010, war die so gut wie neuwertige Oberleitung demontiert, hier östlich von Güterglück. Auch die Bahnübergänge waren teilweise abgeräumt, unter anderem an der Bundesstraße 184, ebenfalls bei Güterglück. 2011
ging schließlich die Kanonenbahnbrücke über die Strecke Magdeburg-Dessau im Turmbahnhof Güterglück den Weg des alten Eisens. Wie es heute in Nädlitz, Deetz oder Lindau aussieht, weiß ich nicht aus eigener Anschauung. Auf dem YouTube-Kanal Bahnhof Güsten gibt es jedoch ein sehenswertes Video, in dem der aktuelle Zustand der Infrastruktur bzw. ihrer Reste umfassend dokumentiert wird. Kurzum, sehr viel Natur und nur noch wenig Eisenbahn. Und so steht man ratlos da und fragt sich, was falsch läuft in einem Staat, in dem seit Jahrzehnten von mehr Verkehr auf die Schiene geredet wird, während weiterhin Gleise, Weichen, Signale und ganze Strecken aus der Landschaft verschwinden. Übrigens, eine Woche vor meinem Kanonenbahnausflug, bei dem die meisten der hier gezeigten Fotos entstanden, war ich letztmalig krankgeschrieben. Daher und aus aktuellem Anlass meine dringende Empfehlung: Pfeift euch jeden Tag eine Zitrone, einen Apfel und ein Bund Radieschen rein, geht nach draußen, tankt frische Luft und Sonne, betrachtet eure Mitmenschen als Mitmenschen anstatt Infektionsschleudern und verlernt das Lachen nicht. Wir sehen uns demnächst auf diesem Kanal. Bis dann.